Der Prescher, der hat die Leute bei lebendigem Leibe, hat ihnen die Haut abgekauft. Und wenn der gestorben ist, musste der eingeliefert werden zu dem Prescher. Die haben das vertrunken, das Geld. Der hat gesagt, mir ist eh egal. Ja, der hat unterschrieben und der ist dann aufgekauft worden von denen. Anton Gratgi-Baschik mit seinem Zaubertheater im Wiener Prater war wohl der bekannteste Magier und Geisterbeschwörer Wiens. Seine Darstellungen optischer und physikalischer Phänomene, die er mit großer Präzision und viel Charme vorführte, wurden zu einer Einrichtung, die Generationen von Zuschauern begeisterte. Er hat ein Zaubertheater gehabt, das mit optischen Täuschungen, Gespenstererscheinungen gearbeitet hat. Da war eine riesige Spiegelscheibe und unter der haben Künstler eigentlich mehr liegend diese Szenen gezeigt und da sind die Gespenster oben auf der Bühne im Licht durch Spiegeln reflektiert worden auf diese große Scheibe. Also es war eigene Sache, eigenes System, war damals aufsehenerregend. Und heute würde das kein Menschen mehr imponieren, aber damals in der Zeit, wo es auch noch keinen Film gab, und war das schon etwas, was im relativ primitiven Art und Weise wurde das ja gemacht. Also diese Scheibe wurde ja auch eines Tages eingeschlagen von einem ebenfalls betrunkenen jungen Mann und dann wurde das Haus eigentlich auch geschlossen. Das war aber dann nicht mehr der Gratgi-Baschik Original, sondern schon sein Nachfolger. Aber die Scheibe, die Neuanschaffung, wäre so teuer gewesen, dass es das nicht mehr rentiert hätte. Damals gab es etwas, was leider, es steht zwar noch, aber leider verrottet es. Es war eine markante Erscheinung im Prater, war das Tobogan. Das Tobogan ist eine schneckenförmige Rutschen, die ganz aus Holz gebaut war, architektonisch wunderschön. Und da hat man sehr weit drauf gehen müssen und dann hat man seinen Lederfleck bekommen und dann ist man dann mit einem Irrsinnsschuss, also im Kreis runtergerutscht. Auf den großen Wiesenflächen vor dem heutigen Riesenrad eröffnete Gabor Steiner im Jahre 1895 die Ausstellung Venedig in Wien. Auf 50.000 Quadratmetern des ehemaligen Kaisergartens entstanden naturgetreue Rekonstruktionen venezianischer Bauten. 8.000 Quadratmeter Wasserfläche bildeten das Kanalnetz, auf denen venezianische Gondeln fuhren. In den venezianischen Häusern wurden italienische Spezialitäten angeboten. Theaterbühnen präsentierten Operetten und Volksstücke. Oskar Marmorek war der Architekt und ein gewisser Moser war der Maler. Die haben alles original Venedig getreu, haben die das gemacht. Haben die Kanäle gemacht, die Gondeln, haben sie die Sänger mitgeholt, die was gesungen haben. Und hat auch die Leute aus Italien sind mitgekommen, Salami-Verkäufer. Und die haben im Prater dann ihr Unwesen getrieben. Die sind sogar in die Gärten gegangen von den Wirtshäusern und haben dort ihr Salami verkauft, bis die Wirten dann sie austrieben haben. Am Anfang war der Prater natürlich nicht sehr ergriffen von den Venedig in Wien, weil die ganzen Leute alle dann rein sind. Aber auch der Gabor Steiner hat die riesigen Kosten von diesem Gebiet nicht trauen können und ist dreimal in Konkurs gegangen. Auf 2,3 Millionen Quadratmeter wurden mit Beginn der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts unter der Leitung von Karl Hasenauer die Bauten für die Wiener Weltausstellung errichtet. Im Zentrum der Anlage befand sich ein gigantischer Kuppelbau mit einer Höhe von 84 Meter, die sogenannte Rotunde. 53.000 Aussteller präsentierten ihre Arbeiten. Im Mittelpunkt standen kulturelle Themen und Kunst. Der Börsenkrach vom 9. Mai 1873 zerstreute jedoch alle Hoffnungen der Geschäftsleute, Kapital aus den großen Investitionen zu schlagen. 1937 fiel die Rotunde einem Brand zum Opfer. An ihrer Stelle steht heute das Hauptgebäude der Wiener Messe. Es waren die
die Seitengebäude eigentlich der damaligen Weltausstellung, die von vornherein auch errichtet wurden, im Hinblick auf eine spätere Nachnutzung durch Künstler. Und sie waren auch damals teilweise auch als Repräsentationsstätten schon im Rahmen der Weltausstellung zur Repräsentanz von Kunsthandwerk und Kunst gebaut worden. Nicht? Also die Übernahme war eher eine fließende und es waren vor allem keine Dekorationsbauten, die man nach der Messe dann eigentlich so als Pavillon wieder wegreißt, sondern sie waren von vornherein sehr stabil und es gibt eine ganze Reihe von diesen Gebäuden, gibt es noch. Es sind einige Bildhauerateliers von recht prominenten Österreichern, die nach wie vor in Funktion sind. Und das alles sind die Nebengebäude der damaligen Weltausstellung, also die haben zur Rotunde dazugehört. Es hat sich natürlich in dem Moment, wo die Rotunde fertiggestellt war, schon bei Eröffnung der Weltausstellung gezeigt, dass die sicherheitspolizeiliche Bewachung hier besonders schwierig war, weil eben das Gelände ja sehr naturbelassen war. Und es hat hier also sehr strenge Vorschriften gegeben, zum Beispiel in der Hauptallee ist man draufgekommen, die Gewohnheit durchgesetzt, dass die Fiaker und Einspänerfahrer die Pferde in Galopp laufen haben lassen, was ja verboten war. Und da hat es also einen Polizeikommissär gegeben namens Kupferschmidt, der also ja an und für sich sehr, sehr beliebt war bei den Einspänerfahrern. Aber das ist eine skurrile Geschichte, der sich über alle bestehenden Vorschriften, die es gegeben hat, hinweggesetzt hat. Und zwar war er ein besonders passionierter Reiter. Und er hat also in Gebüschen in der Nähe der Hauptallee immer hinter dem Gebüsch gelauert, am Pferd sitzend, startbereit quasi. Und wenn er bemerkt hat, dass ein Einspänerkutscher jetzt in den Galopp fällt und durch die Hauptallee donnert, ist er im gestreckten Galopp nachgeritten. Hat aber nicht, was viele seiner Kollegen gemacht haben, dem die Lizenz entzogen und dem Fahrer eine kräftige Geldstrafe aufgebrummt, sondern er hat eine Gerte gezogen, er hat also eine Hundepeitsche mitgehabt und hat also den Fahrer kräftig verprügelt. War aber sehr, sehr beliebt bei den Fiakerkutschern, weil das heißt ohne Folgen geblieben, außer einigen Striemen und blauen Flecken. 1896 begann Walter Bassett, zu Ehren des 50. Jahrestages der Thronbesteigung Kaiser Franz Josefs II. Mit dem Bau des Riesenrades. Nach 8 Monaten Bauzeit schlug die Gattin des damaligen englischen Botschafters, Lady Horace Rumbold, am 24. Juni 1897 den letzten Bolzen in die Radkonstruktion. Ursprünglich war das Riesenrad ja gar nicht als so ständige, fixe Einrichtung geplant gewesen. Es war eigentlich auch als Saisonattraktion geplant. 1897 hat das der Gabor Steiner